Bei einer Pressekonferenz am 23. Mai gab Insolvenzverwalter Dr. Christoph Morgen bekannt, dass es keinen Käufer des Kreuzfahrtschiffes Global Dream gibt. Der letzte Interessent, Stena AB, ist nun auch abgesprungen. Ob und wo das Schiff zu Ende gebaut werden soll, ist nicht bekannt. Das Ergebnis ist, wir haben jetzt erstmal für Global 1 keinen wirklich Interessenten mehr, der das Schiff hier in Wismar bauen möchte. Das heißt allerdings nicht, dass wir hier die Flinte ins Korn werfen und aufhören. Mit dem Rückenwind der in Aussicht gestellten Finanzierung von Bund und Land werden wir natürlich nochmal auf alle Interessenten, die wir hatten, zugehen. Wir hätten allerdings auch die Mitarbeiter und Sie heute nicht hierher bestellt, wenn wir das für wirklich realistisch halten würden. Aber letztlich wollen wir die Chance nicht vertun, mit einer Finanzierung nochmal mit allen zu sprechen, ob es doch noch eine letzte Chance auf Weiterbau gibt. Das Kreuzfahrtschiff ist zu 80% fertiggestellt. Die Landesregierung arbeitet an einer Lösung für alle drei Werftstandorte in MV. Am Standort Wismar ist die Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS, interessiert. Hier am Standort Wismar haben wir die Perspektive mit TKMS. Wir haben sich für die Kabinenfertigung mit Eppendorf schon organisieren können, aber zu TKMS ist Folgendes zu sagen. Wir werden natürlich mit dem Unternehmen darüber reden, ob schon Beschäftigung vor 24 möglich ist. In welchem Umfang mag ich im Moment nicht zu sagen, aber auch das Thema Munitionsbergung in Ostsee und Nordsee ist ein großes Thema, mit dem TKMS in entsprechender Förderung des Bundes Anträge sind gestellt, vielleicht schon vor 24 auch gerade hier am Standort Wismar Beschäftigung schaffen kann. Für die Werftmitarbeiter ist das ein herber Rückschlag. 1500 Mitarbeiter stecken noch in der Transfergesellschaft und hoffen auf Verlängerung. Die Mitarbeiter haben, glaube ich, heute eine gute Nachricht erwartet. Jetzt haben sie eine schlechte Nachricht gerade kommuniziert bekommen. Aber ich glaube auch eine gute Nachricht, dass es nämlich weitere Gespräche mit TKMS gibt und dass die perspektivisch wieder ganz viele Mitarbeiter hier am Standort beschäftigen wollen. Das Problem ist, dass das wahrscheinlich erst 2024 passiert. Das heißt, wir müssen jetzt gemeinsam mit allen Beteiligten noch mal gucken, ob wir vorher auch für andere Beschäftigung sorgen können, gemeinsam mit TKMS. Und Herr Meyer hat gesagt, dafür braucht man den Bund. Die Transfergesellschaft läuft bis zum 30. Juni aus. Der Betriebsrat der MV-Werften versucht, die Transfergesellschaft bis 2024 zu verlängern. Denn vor 2024 wird es am Standort Wismar keine neue Arbeit geben.